Okay, let's go. Ich bin Mohanad Al-Hallaq, Bundestagsabgeordneter, sitze im Umweltausschuss und im Innenausschuss. Und das ist mein Patrapotré, was? Patrapotré. Prêt-à-porter. À-porter. Also, jetzt muss ich das hier verräumen. Da habe ich einen Bär auf jeden Fall auf dem Tisch und den habe ich vom Bürgermeister bei mir in der Stadt Grafenau, bin ich ja auch Stadtrat und ich soll es mit nach Berlin nehmen. Das soll mich auch daran erinnern, dass ich wieder nach Hause möchte. So, hier Aquaman. Al-Hallaq ist Aquaman der Fraktion. Ich bin ja Abwassermeister vom Beruf. Ein paar in der Fraktion haben es gesagt und so kam das tatsächlich, dass ich irgendwie Aquaman der Fraktion bin. Ich habe damals eine berufliche Ausbildung, das ist eine handwerkliche Ausbildung, die heißt Fachkraft für Abwassertechnik. Jetzt zuletzt war ich Leiter auf Kläranlagen sozusagen im öffentlichen Dienst. Auch Pumpstationen habe ich unter anderem und auch bei der Planung der Entwässerungsanlagen, auch für die Stadt sozusagen. Für mich ist klar, ich komme von der Praxis und genau das möchte ich auch einbringen. Halt. Bezogen auf unseren Koalitionsvertrag übrigens, ne, wo wirklich immer wieder Themen kommen, wie zum Beispiel Wasserkraft. Das war wirklich ein Thema und nachdem bin ich der Aquaman gewesen, weil ich da eben wirklich mich dafür eingesetzt habe, dass kleine Wasserkraftanlagen in dieser Krise weiter gefördert werden sollen. Ich kam ja mit 11 Jahren hierher nach Deutschland und habe mich ja innerhalb von kurzer Zeit, wir reden da wirklich von 3 Jahren, wo ich mich innerhalb von 3 Jahren integriert habe und habe da wirklich gezeigt, innerhalb von einer kurzen Zeit, wenn man es möchte, dann kann man sich integrieren. Und das, Herr Merz, das geht nicht mit Arroganz. Wer die Menschen um sich herum wild beleidigt, wer als Oppositionsführer Deutschland ganze Teile der Bevölkerung als kleine Paschas diffamiert, stößt Millionen Menschen ungebremst vor den Kopf. Nasalebene. Oh, guten Morgen. Warum sitze ich im Innenausschuss? Ich wollte unbedingt. Das war wirklich mein Wunschausschuss. Ich wollte im Innenausschuss und ich wollte das Thema Integration. Bei mir war es so, dass meine Integration sehr gelungen war und genau das wollte ich auch nach außen tragen. Also wenn ein Politiker das sagt, dann muss es authentisch sein halt. Und wenn ich das sage, ich habe das selber durchgemacht und das kommt vom Herzen dann auch. Und das ist authentischer und genau das sagt auch die FDP. Wenn ein Junge wie ich aus dem Irak hierher kommen und sich integrieren kann und dann heute als Bürger dieses Landes, das ich meine Heimat nenne, hier stehen kann, dann ist das kein Problem, meine Damen und Herren. Aber was ich dafür brauchte, waren Chancen. Und diese Chancen hier und heute so vielen anderen zu ermöglichen, das macht mich stolz, sehr stolz. Vielen Dank. Everyone, it's my birthday. Ich meine, Richtung TikTok ist es ja so, dass ich da auch die Interesse Richtung Politik auch wecken möchte natürlich. Aber das muss halt sehr interessant sein und vielleicht auch witzig sein, dass man auch irgendwie auch drauf kommen möchte, was steckt denn da dahinter? Und das ist eigentlich ein Konzept, den ich jetzt nicht irgendwie ausgedacht habe, das hat sich jetzt irgendwie ergeben auch. Also ich mache das sehr gerne, ja. Oder TikTok? TikTok! Berlin oder Bayern? Bayern! Ich muss das sagen. WhatsApp oder anrufen? WhatsApp tatsächlich. Welchen Promi würdest du gerne mal treffen? Loredana. Netflix und Chill oder Party in Berlin? Netflix und Chill. Christian Lindner kommt zu Besuch. Was würdest du kochen? Spaghetti, das ist das Einzige, was ich vielleicht machen kann. Außer Pizza. Pizza kann ich auch, weil ich kann es von der Packung rausholen und im Ofen rein. Wir waren ja Kinder halt und das ist klar, dass das damals irgendwie so ein bisschen in war. Zum Beispiel hier Yu-Gi-Oh-Karten, da hat man Yu-Gi-Oh-Karten, wo man wirklich miteinander irgendwie was ausgetauscht hat. Das war halt unsere Jugend sozusagen halt, dass man halt mit Anime irgendwie so aufwächst, ja. Da Naruto, Naruto oben, One Piece, hey, Legende. Ich hab am Montag erfahren, dass ich eine Rede halten darf. Am Donnerstag war das dann. Ich habe mir gedacht, ich
kann jetzt nicht einfach über Umwelt reden. Da ist so viel Demut und Dankbarkeit dabei. Ich muss auch das loswerden irgendwie halt. Das habe ich geschafft, aber ich war so aufgeregt. Also ich denke, dass das immer noch für mich sehr viel bedeutet. Und das ist noch da alles, heute noch, wenn ich durch den Bundestag laufe. Da ist so viel Demut, Dankbarkeit dabei, dass es einfach für mich was Besonderes ist. Da kommt er zu mir, hab ich gesagt, toll. Nein, das könnt ihr nicht bringen. Nein, das ist ja voll geheim hier.